Meine Fresse. Mir steckt noch die letzte Flasche Bier von gestern im Hinterkopf. Wird Zeit, dass ich wieder loskomme in die Kneipe zur Not-OP. Ich komme zu mir. Ja, okay. Scheiße hier. Ach, halt! Gibt ja auch so Tage, da soll das einfach nicht. Ich meine, dann gehst du da irgendwie in die Lebertränke des Vertrauens und da sind da irgendwie alle Zapfhähne trocken gelaufen. Einfach nur, weil sie das Pisettengas vergessen haben. Ist alles einfach leer. Aber nö, Flaschenbier haben sie ja auch nicht da. Weil sie wollen ja nach außen hin edel wirken für die Bourgeoisie. Und wir haben hier nur frisch gezapftes. Weil wenn du unten auf Toilette gehst, dann riecht das wie auf der Autobahnraststätte. Aber schön auf Schickimicki machen. Ein bisschen Haar. Das kriegen die großen Dosenbier da. Film mal drauf, Harald. Geh mal näher. Jo. Dosenbier. Bei mir ist heute ja auch wieder Einsatz in 4 Kneipen angesagt. Der Innenausstatter ist schon lange informiert. Die Hähne sind scharf geschaltet. Wir müssen nur zusehen, dass wir bis Sonntag fertig werden. Aber mir ist wirklich viel zu tun. Mal gucken. Ich meine Flaschenbier. Das ist doch wirklich was Essentielles. Das brauchst du in den Kneipen. Da kannst du immer nur die Fässer reinrollen. Das geht nicht. Man will doch auch mal Schnelles am Mund und nicht warten, bis Dieter da irgendwie einen abgezapft hat. Und dann hat er den verzapft und muss noch mal zapfen. Da habe ich mir 8 Pilsetten aufgerissen in der Zeit. Oh Gott, nee. Das Schöne an so einem richtigen Vollsuff ist ja, wenn du so richtig hart betankt bist und du fällst richtig hart auf die Fresse, dann ist der Körper aus Gummi. Die Muskeln haben überhaupt keine Zeit mehr, sich überhaupt noch anzuspannen. In der Regel brichst du ja dann nichts. Das finde ich immer schön. Trinken hilft. Also manchmal zumindest. Volki? Volki? Sag mal. Und dann haben wir uns hier Mittwoch bei mir schön zum Rudelsaufen versammelt. Und was macht Jens? Jens bringt einen Kasten Oettinger mit, habe ich auch zu ihm gesagt. Danke, Jens. Klureiniger brauche ich jetzt nicht mehr kaufen, aber trinken kann sie so nicht. Was soll ich damit? Das war auch wieder grob fahrlässig letzte Nacht. Ich habe mir da ein Kneipenquetschchen nach dem anderen reingepresst. Irgendwann brauchte meine Leber einen eigenen Stuhl, damit das noch passt. Da wünsche ich mir manchmal so eine Art 1,5-Promille-Tempomaten. Sonst haut mir das irgendwann komplett die Bremse raus. Dann fliegt mir der Helm weg. So, Harald, ich geh nochmal eben, ich komm gleich wieder. Du kommst hier alleine zurecht, ne? Jo. Fühlst du noch ein Pfefferminzbonbon? Nee. Okay. In der Nacht ist der Mensch gern alleine. Wir trinken Schnaps und gehen in die Kneipe. Oh.